Stricken. Eine der wenigen Dinge, die Gudrun Brose noch selbst machen kann. Seit 1,5 Jahren hat sie Krebs. Guten Morgen, Frau Brose. Weil der Tumor auf die Wirbelsäule drückt, kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen. Ich kann ja weder auf Toilette gehen, noch kann ich irgendwie irgendwo hinlaufen. Man ist so unbeholfen, das ist also unvorstellbar, wenn man in sowas auferlegt bekommt, muss ich sagen. Das ist schon ein richtiger Hammer. Ihr Krebs ist unheilbar. Über den Tod hat sie schon oft nachgedacht. Wenn ich nachher sterben werde, da habe ich natürlich Angst. Und da habe ich eher Angst, dieses Ersticken halt, ne? Weil das ja am häufigsten vorkommt, wegen der Wassereinlagerung und was man nicht alles bekommen kann nachher. Da habe ich richtig riesendolle Angst. Also da würde ich mir auch wünschen, dass man eine Spritze bekommt und einschlafen darf, friedlich. Gudrun Brose liegt auf der Palliativstation der Uniklinik Rostock. Leiter Christian Junghans hat immer wieder Patienten, die sterben wollen. Den Wunsch erfüllt hat er noch niemandem. Ich glaube, was die Palliativmedizin zeigt, ist, der offene Umgang und das Sprechen über Sterben führt dazu, dass eigentlich der Wunsch nach dem sofortigen Sterben häufig sehr stark in den Hintergrund rückt, beziehungsweise gar nicht mehr in dem Maß geäußert wird oder von den Patienten als notwendig betrachtet wird, weil der Patient eine Sicherheit spürt, die wir ihm als Gesellschaft und als Einrichtungen entsprechend geben können. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Argument nicht überzeugt. Es hat heute die Hilfe zum Suizid erlaubt. Damit ist es jetzt legal, wenn Ärzte ihren Patienten tödliche Medikamente bereitstellen, die die Patienten dann selbst nehmen. Bisher hatte § 217 Strafgesetzbuch die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung verboten. Geschäftsmäßig hieß dabei nicht unbedingt gegen Geld, sondern auf Wiederholung angelegt. Bitte nehmen Sie Platz. Mit dieser Regelung war es faktisch nicht möglich, selbst zu entscheiden, wann man stirbt, meint das Bundesverfassungsgericht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Damit ist die Hilfe zum Suizid nun erlaubt. Die aktive Sterbehilfe jedoch bleibt verboten. Ein Arzt darf also keine Spritze geben, die zum Tod führt. Gudrun Brose beruhigt das Urteil. Noch will sie nicht sterben, aber wann es soweit sein soll, kann sie jetzt selbst bestimmen.